Warum drehen die Märkte eigentlich so am Rad? Warum ist da diese Nervosität da vor der Rede, mit der Rede, nach der Rede von Jerome Powell? Diese Frage versuche ich in diesem Video mal zu beantworten. Und wir schauen uns zunächst mal den Unterschied zwischen dem S&P 500, also dem Leitindex der Aktienmärkte, wenn man so will, hier blau, mit den verschiedenen Blasen, Interventionen etc. an, geht immer nur nach oben, und unten sehen wir die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, geht immer nur nach unten. Also praktisch Einbahnstraße, wenn man so will. Und die Älteren unter Ihnen können sich vielleicht erinnern, dass ich ja gelegentlich kritisch über Blasenentwicklungen an den Aktienmärkten gesprochen habe. Das war vor meiner Konversion zu den Bullen, also denjenigen, die sagen, Stocks only go up, Aktien steigen immer, also schon etwas länger her. Aber da wurde mir dann oft entgegengehalten, ja, was ist denn mit den Anleihen? Die Anleiheblase ist doch viel größer, und da ist natürlich was dran. Nur ist der kleine Unterschied, dass die Notenbanken ja direkt bei den Anleihen praktisch intervenieren, während das bei den Aktienmärkten nicht so direkt passiert, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Aber ja, das ist natürlich ein Riesenpunkt. Die Anleihenmärkte sind in einer gigantischen Blase, und das Problem ist, dass diese Blase noch nie so wirklich herausgefordert wurde in den letzten Jahren, jetzt aber schon, eben mit der Erwartung, der Befürchtung, dass da eine ziemlich heftige Inflation auf uns zukommt, weil eben die Wirtschaft sich erholt. Nach Corona so die Auffassung, weil dann noch der Stimulus durch die Staaten draufkommt, die Notenbanken weiter Vollgas geben. Also da könnte sozusagen etwas passieren, was bisher noch nie passiert ist, nämlich dass die Inflation richtig deutlich ansteigt und dann die Anleihen ein Problem bekommen, denn da sind ja Mini-Renditen bis Negativrenditen respektive Zinsen der Fall, und wenn die Inflation ansteigt, dann kann ich nicht mehr Negativrenditen akzeptieren, das geht nicht, dann mache ich ja direkten Verlust. Also ist praktisch, warum die Märkte so jetzt nervös werden, warum sie am Rad drehen, der Grund, dass man hier eine Blase angestochen hat, nämlich die Blase der Anleihemärkte, die natürlich noch viel größer ist als die der Aktienmärkte, ganz klar. Und wir wollen uns das im Folgenden mal anschauen. Hier sehen wir die 10-jährige US-Staatsanleihe. Ein einziger Weg nach unten, was die Rendite betrifft, von 1980, 81, 15% um und bei, dann in der Corona-Krise auf dem Tiefpunkt 0,5% im Tief. Jetzt wieder ein bisschen nach oben gegangen. Naja, nicht so wahnsinnig viel, aber in Richtung 1,4%. Und vor allem die Geschwindigkeit ist es, die hier ein bisschen nervös macht. Und wenn wir uns mal hier eine Aufstellung von 2014, also schon ein paar Tage her, anschauen. Damals gab es 58 Billionen in Staatsanleihen, dann nochmal Anleihen von Finanzinstituten 60 Billionen, dann haben wir nochmal 31 Billionen Unternehmensanleihen gehabt, also ziemlich viel Anleihen da draußen, mehr als Aktien in der Summe jedenfalls, damals 69 Milliarden, jetzt sind es ein bisschen mehr durch die leicht gestiegenen Aktienkurse, aber es sind eben auch mehr Anleihen, weil die Staaten Geld drucken ohne Ende und das refinanzieren, indem sie im Prinzip Anleihen emittieren oder auch die Unternehmen emittieren Anleihen, besonders gerne diejenigen, die Junk sind, also die Schrott sind, weil die noch ein paar Zinsen abwerfen, ein paar Risikoprämien abwerfen, und da greifen die von finanzieller Repression gedrängelten Investoren zu, wenn es da mal 2, 3, 4% Rendite gibt, dann sagen die, ja, dann kaufe ich auch Dreck. Gar keine Frage, Hauptsache dieser Dreck hat eine Rendite, und so ist das Ganze passiert. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie denn eigentlich so die Performance der Anleihen war, dann muss man sagen, ihr wart im falschen Markt, wenn ihr im Aktienmarkt investiert wart. Denn schauen wir uns das Ganze mal seit 1977 an. Praktisch durchgängig positive Renditen, eben weil die Kurse der Anleihen gestiegen sind, die Renditen dieser Anleihen gefallen sind. Es gab ein paar Ausnahmen, 1999 mal ein bisschen. Aber das war es dann auch schon, 2013 mal minus 2%. Also alleine 1980 bis 1989 222,7%, und auch die anderen Perioden waren nicht so schlecht. Also das war letztendlich der Markt, in dem man sein musste, denn die Kurse stiegen ständig. Wenn die Kurse steigen, fallen die Renditen, und andersrum, meine Damen und Herren, um das mal ein bisschen dialektisch jetzt zu erklären, ne? Das ist ja teilweise philosophisch, was da an den Finanzmärkten der Fall ist. Jedenfalls war das also Agmati Wiesen, wie man in Bayern sagt, konnte man nicht so wahnsinnig viel falsch machen, viel weniger falsch als an den Aktienmärkten. Aber mit der Inflation, der
Erwartung der Inflation vor allem, da wird dieses ganze Szenario jetzt erstmals grundsätzlich in Frage gestellt, könnte man sagen. Und wir sehen, bums, da ist alleine seit Jahresbeginn jetzt 3 Billionen an Staatsanleihen, die nicht mehr negativ rentieren, vorher negativ rentiert haben. Gut, wir haben noch ein paar Billionen, 15 Billionen sind nach wie vor negativ rentierend, aber Tendenz eben weiter zurückgehend, eben weil die Renditen tendenziell und teilweise ziemlich rapide gestiegen sind für die Staatsanleihen. Und jetzt haben wir ja heute diese wunderbare Rede von Jerome Powell gehabt. Ich meine, als Notenbanker, da musst du ja lügen, weil du genau weißt, dass deine Aussagen in der Öffentlichkeit reflektiert werden. Würdest du sagen, wir sind pleite, dann wären wir in diesem Moment pleite. Also kannst du nicht sagen, wir sind pleite. Du kannst nicht sagen, dass die Dinge vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind. Dann wäre es faktisch so, dass sie aus dem Ruder gelaufen sind. Also man muss als Notenbanker immer die Öffentlichkeit mit im Blick haben. Wie kommen bestimmte Worte in der Öffentlichkeit an? Und so hat Jerome Powell heute den Märkten die Versicherung gegeben. Ja, pass mal auf, also bis wir nah an der Vollbeschäftigung sind und die Inflation nicht bei 2% oder ein bisschen drüber, vorübergehend ein bisschen drüber ist, da werden wir also die Geldpolitik nicht ändern, werden also weiterhin Geld drucken, werden weiter die Leitzinsen nicht anheben und sonst ist ja alles schick. Und erstmals übrigens auch die Aussage von Powell, direkter Widerspruch zu seiner letzten Aussage, ja, es gibt da einen Link zwischen Liquidität durch die Fed und Assetpreisen. Erstaunlich, das hätte ja kein Mensch vermuten können. Und was ist jetzt das Problem eigentlich? Das Problem liegt darin, dass die Märkte der Fed nicht glauben, dass sie wissen, da wird gelogen, weil gelogen werden muss. Dementsprechend sagen sich die Märkte, ja guckst du, wenn die Inflation jetzt wirklich so stark anzieht, wie wir erwarten, aus den genannten Faktoren, dann wird die Fed gar nicht anders können, als irgendwie mal aufs Bremspedal zu drücken. Das bedeutet, die Geldpolitik zu straffen, zunächst mal über Tapering, also das Zurückfahren der Anleihekäufe und später dann vielleicht in ferner Zukunft auch mal über Zinsanhebungen. Die Märkte haben, was die Fed Fund Futures betrifft, ja 4 Zinsanhebungen bis Ende 2024 eingepreist inzwischen. Das ging ziemlich ratzifatzi. Und da ist also dieses Misstrauen da, dass natürlich die Märkte wissen, dass die Fed eine politische Organisation ist. Da muss man manchmal so ein bisschen Politsprech an den Tag legen, sonst gibt es Probleme und die Märkte sind ein Stück weit schlauer, haben ja der Fed vieles noch nicht abgenommen damals. Die Aussage, wir werden die Zinsen anheben etc. etc., das haben die Märkte nie geglaubt und sie hatten Gott sei Dank recht oder sie hatten faktisch gesehen recht. Powell dann übrigens auch mit einer interessanten Aussage, niemand kann wirklich eine Assetblase identifizieren, ist theoretisch richtig, in der Praxis aber falsch, ne? Weil manche Dinge sind so offensichtlich, dass man mit dem Kopf dagegen stößt und dann einen blauen Fleck hat. Und dann Paul mit der interessanten Aussage, ja, es ist wichtig zu fragen, ja, warum steigen denn die Renditen für die Staatsanleihen? Und dann sagt er, ja, in gewisser Weise ist das ein Statement des Vertrauens, ja, weil die Märkte haben jetzt wieder Vertrauen in die Wirtschaft, ne, und überhaupt Vertrauen in alles andere auch. Also er versucht sozusagen die Dinge so positiv zu drehen, wie es eben Politiker gerne tun. Andere Aussagen dann vor allem auch zur Inflation auch sehr positiv gedreht, naja, hier glaube ich nicht, dass die zusätzlichen Ausgaben, die dann kommen durch die Konsumenten, dann wirklich einen nachhaltigen Einfluss auf die Inflation hätten. Wir glauben auch nicht, dass dieser Fiscal Support, also dieser Stimulus, letztendlich einen nachhaltigen inflationären Effekt hat. Und das alles wird nicht lange sein, nicht groß sein und die könnte ein bisschen volatil sein, die Inflation, aber das geht dann halt wieder zurück, es geht einmal ein bisschen rauf, ein bisschen runter, so der Schraum und dann ist die ganze Geschichte im Griff. Aber die Märkte sagen sich, nee, Digga, das wird anders laufen, das wird so nicht laufen. Und ich glaube, die Grafik hatte ich schon mal. Dann zeige ich hier diese Grafik. Es wird also anders laufen, sagen die Märkte. Und das ist so ein bisschen wie mit Kindern. Wenn Kinder etwas wollen, dann quengeln sie so lange, bis man entweder es ihnen gibt oder eben sagt, nee, geht nicht, ist nicht. Und das mit einer gewissen Entschiedenheit das sagt. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Märkte nervös und unruhig bleiben, bis die Fed sagt, so, hier, stopp, jetzt reicht's, wir machen Yield Curve Control, wir sagen also, wir deckeln die Renditen nach oben. Die Märkte aber wollen die Fed austesten, wollen sozusagen so lange quengeln, bis die Eltern dann eine Aussage geben.
Und die müssen eine Aussage machen, die Eltern, in dem sind die fett. Denn wir schauen uns mal hier die globalen Schulden an. Und die werden jetzt nicht wirklich weniger, sondern die werden ja rapide mehr, wie wir hier sehen. Wir werden in 2030, und diese Grafik stammt teilweise noch aus der Vor-Corona-Zeit, und da hat sich ja ein bisschen was geändert. Wir werden in 2030 alleine schon fast 400 Billionen an Schulden haben. Und wenn diese Schulden also immer weiter ausufern, und die Renditen respektive die Risikoprämien, die Zinsen, die dafür bezahlt werden müssen für diese Schulden, dann ist Schicht im Schacht, dann ist Dunkeltuten. Das kann also nicht zugelassen werden. Dementsprechend ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis die Notenbanken hier eingreifen. Und hier sagt auch ein Beobachter, ein erfahrener Finanzmarktwäldler, nein, jemand, der an den Finanzmärkten halt aktiv ist, also wir werden Zeit meines Lebens hier solche finanzielle Repressionen haben, weil man sich das schlichtweg nicht leisten kann, wenn jetzt die Renditen auf ein historisches Mittelmaß zurückkehren würden. Also irgendwie 6, 7, 8%, wenn man uns jetzt mal wieder vergegenwärtigen, dass die Zinsen bei 15% waren noch Anfang der 80er, dann wäre das nicht mehr tragbar, wäre der Schuldendienst nicht mehr bezahlbar. Also kann das nicht sein, dementsprechend wird es nicht sein. Aber die Märkte wollen es eben austesten und werden so lange quengeln, bis dann eben eine Reaktion erfolgt. Paul auch übrigens heute mit der Aussage, ja, wir sehen jetzt die Wirtschaft eher so bei plus 6% in 2021. Das ist ja genau das, was die Märkte eigentlich antizipieren oder annehmen, diese Überhitzung, die da möglicherweise stattfindet. Hier sehen wir mal eine Grafik, wie seit der Corona-Krise die Erwartung des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2021 sich verändert hat. Und das schießt nach oben von minus 539% auf jetzt gut 5%. Also da ist Jerome Powell nicht ganz alleine mit dieser Auffassung. Kommen wir mal zu den Märkten. Wir haben ja diese immense Nervosität in den Aktienmärkten, genauer gesagt. Und der Nasdaq 100 hat jetzt all seine Gewinne in 2021 bereits ausmändeln können. Man sagt im Englischen ja, risk happens fast. Das Risiko kommt meistens schnell, vor allem dann, wenn es keiner vorher sehen will. Es gab ja vorher diese immens bullische Stimmung, der ich mich natürlich grundsätzlich anschließe, meine Damen und Herren. Aber es war ja so, dass alle All-In sind, alle auf derselben Seite. Nach wie vor ein extrem hoher Callbestand bei Tech-Aktien, nach wie vor Vermögensverwalter, Hedgefonds in Tech-Aktien massiv drin. Und das ging dann ziemlich schnell nach unten. Und hier sehen wir den VXN, die Nasdaq-Volatilität. Die ist nach oben geschossen, richtig stark nach oben geschossen, kam dann wieder ein bisschen zurück mit den Aussagen von Jerome. Aber die Märkte, die werden dann beim zweiten Hinsehen sich eben sagen, naja, aber letztendlich ist unsere Sorge, unsere Angst davor, dass die Dinge überhitzen, die Inflation zu stark anzieht, die Fed dann sehr stark auf die Bremse treten muss, durch die Aussagen von Jerome Powell nicht wirklich widerlegt. Er hat nur gesagt, nee, sehe ich anders. Aber warum sagt er das? Weil er es sagen muss wahrscheinlich, und dementsprechend ist man nervös. Und nervös ist man dann eben auch bei solchen Blasen, die kein Mensch identifizieren kann. Solche SPACs zum Beispiel, diese Börsenmäntel. Hier dieser SPAC, der Lucid Motors hier beinhalten soll. Das ist ja ein Unternehmen, das noch kein einziges Auto produziert hat, aber schon mehr wert ist als Ford. Fünftgrößter Autobauer der Welt, der noch nie ein Auto gebaut hat. Das ist zum Beispiel nach meiner Auffassung schon eine kleine Indikation. Kein Beweis natürlich, aber eine Indikation, dass wir möglicherweise hier eine Blase vor uns haben. Ne? Möglicherweise, ich sage das extra im Konditional Irrealis Spektakularis. Dementsprechend sehen wir also hier natürlich gewisse Auswüchse. Und interessant auch, wir hatten gestern, nicht heute, gestern die Situation, dass der Dow positiv war, aber der Nasdaq mehr als 2% gefallen ist. Und das ist verdammt selten vorgekommen in letzter Zeit, nämlich seit dem Jahr 1986 gab es vor allem um und bei der Dotcom-Blase. Es sind solche Dinge öfters vorgekommen. Wer Böses dabei denkt, ist ein Schelm. Hier sehen wir, Value ist wohl dabei, so stark auszuperformen gegenüber Growth, also Value gegenüber Wachstumstiteln, wie seit November 2016 nicht mehr. 4%, über 4% liegt man hier vor eben diesen Growth-Werten. Und abschließend vielleicht noch Commodities, also Rohstoffe.
haben wir jetzt hier, was den Bloomberg Commodity Index betrifft, einen RSI-relative Stärkeindex von 84. Das ist ein bisschen hoch, nämlich so hoch wie seit März 2008 nicht mehr. Wäre also nicht so furchtbar überraschend, wenn da auch mal eine zwischenzeitliche Korrektur kommt. Und wir sehen, dass die Erwartungen der CEOs in den USA extrem positiv sind. Die sind so hoch wie seit 38 Jahren, weniger als zwei, also praktisch in den obersten zwei Perzentilen. Seit dem Jahr 1976. Wir sehen aber in einigen Frühindikatoren schon innerhalb bestimmter Konjunkturdaten, die schon wieder nach unten weisen. Also möglicherweise ist man hier zu optimistisch und möglicherweise sind die Märkte insgesamt für das wunderbare Wirtschaftswachstum auch zu optimistisch, dementsprechend auch für die Inflationserwartung zu optimistisch. Aber es ist eben derzeit die Erwartung, weil Wunderliches geschehen wird, wenn Corona vorbei ist, wenn dann Stimulus kommt, wenn die Wette noch weiter druckt und so weiter. Dementsprechend kann es auch komplett anders kommen, aber nichts gewiss weiß man halt noch nicht. Das ist halt das Problem. Jedenfalls, summa summarum, wir haben die Situation, dass die Furcht, die eigentliche Furcht ist, dass die Anleiheblase platzt und die ist gewichtiger, gewaltiger als eben die Aktienblase mit den ganzen Unternehmensanleihen, den Staatsanleihen etc. Und das kann passieren, wenn die Inflation deutlich nach oben schießt. Also muss Kontrolle her, muss irgendwie, naja, einer her, der ein bisschen mal die Zügel anzieht und sagt, jetzt manipulieren wir also durchgehend und nicht nur teilweise, was ja auch Sinn macht, wenn ich mal anfange zu manipulieren, muss ich ja durchmanipulieren, sonst habe ich dann vielleicht ein Problem hintenrum. Und dementsprechend werden die Märkte nach meiner Auffassung jetzt so lange triezen, die Fed, bis dann sozusagen der Schulmeister kommt und sagt, so, jetzt haue ich euch mit dem Lineal auf die Finger. Und bis dahin kann es auch für die Aktienmärkte noch ein bisschen volatil werden, um es mal mit Jerome Powell zu sagen. Ich wünsche einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und ciao.